Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Heute zeige ich euch den Camera Craft Mod für die Minecraft-Version 1.4.6. Ja, dieser Mod, der fügt euch einfach viele neue Sachen hinzu. Ja, unter anderem halt diese zwei Kameras, eine normale Kamera und eine Digital Camera. Also es ist ein wirklich sehr cooler Mod. Ihr könnt dann halt Fotos machen, sie entwickeln, auf eine SD-Karte speichern und. Oder ihr könnt auch hier so ein Stativ aufstellen, also Tripod, und dann ein Selbstporträt machen. Also es ist wirklich ein sehr cooler Mod. Fangen wir mal mit den Kameras an. Ihr habt einmal die Kamera, also die normale Kamera und die digitale Kamera. Die digitale Kamera, die craftet ihr so, indem ihr halt so Iron Ingot so platziert, ein Redstone in die Mitte und Glas für das Objektiv halt. Und die normale Kamera craftet ihr, indem ihr das gleiche macht, bloß ohne ein Redstone. So, beginnen wir mit der normalen Kamera. Die normale Kamera, die braucht halt, wenn ihr Shift, ihr müsst Shift halten, also mit euch duckt und dann Rechtsklick, dann öffnet ihr dieses Inventar hier, dann braucht ihr halt so transparent Photographic Filter. Bei der normalen Kamera könnt ihr nur den hier nutzen. Den tun wir jetzt hier vorne rein. Das sieht jetzt aus wie so eine Kamera von der Seite, es ist aber ein Film. Hier Film für entweder also für 36 Fotos oder ein Colored Film hier auch für 36 Bilder. Ihr könnt dann halt farbige Bilder machen. Den normalen Film craftet ihr halt so nur mit Papier. Und den Colored halt mit Rose Red, Cactus Green und Lapis Lazuli. Nehmen wir beide mal. Tun wir die hier weg. Das zeige ich einfach komplett. Ich habe eigentlich was vorbereitet, aber ist jetzt aber auch egal. Packen wir jetzt erstes mal den normalen Film rein. So. Nochmal schauen. Ja, okay. Und dann könnt ihr jetzt einfach Rechtsklick machen. Und dann, Dann öffnet sich das hier, dann könnt ihr es abspeichern. Oh, und mit Enter drückt ihr dann bestätigen und dann habt ihr ein Foto und machen nochmal hier von eins. Nee, da so. Und das nennen wir jetzt einfach mal Foto 2. So. Okay, dann halten wir nochmal Shift. Und dann sehen wir hier 2 von 36 Bildern. Tun wir jetzt erstmal weg. Jetzt nehmen wir erstmal den Colored-Film. Die können wir gleich auswerten sozusagen. Machen erstmal hier von eins. Wir können diese auch Foto nennen. Das sind ja andere Kameras. Und kommen, gehen wir jetzt nochmal zu einem Schaf da hinten. Ah, hier ist auch eins. So, und nennen dieses Foto 2. So, jetzt haben wir die beiden hier. Also die beiden Filme. Nein, natürlich erst Shift so. Und dann haben wir das hier nochmal uns hier raus. Okay, ihr braucht dann einen, ihr braucht dann zwei Dinge. Also erstmal, um damit was zu machen, mit den Filmen, um die auswerten zu lassen sozusagen. Man gibt die auch irgendwie ab mit so alten Filmen. Ich weiß ja nicht, wer von euch so eine hat oder vielleicht eure Eltern, keine Ahnung. Braucht ihr diesen Fotoprozessor, den craftet ihr so mit Cobblestone, ein Eimer in der Mitte und ein Redstone an der Seite. Den können wir dann einfach hier platzieren. Machen Rechtsklick. Und dann sehen wir hier schon, hier muss ein Film rein. Wo ist der Film? Nehmen wir als erstes den normalen Film. Und da muss ein Eimer Wasser rein. Warum, weiß ich nicht, vielleicht zur Kühlung oder so. Dann dauert es halt, je nachdem, wie viele Fotos man gemacht hat, dauert es halt unterschiedlich. Finde ich eigentlich ganz cool. In der Zeit kann man ja auch irgendwie in die Mine gehen oder so. Und dann hat man hier Processes Film. Und den Eimer kriegt man zurück, aber den tun wir jetzt mal weg. Und dann tun wir jetzt auch nochmal unseren Colored Film rein. Und lassen das jetzt auch einmal wieder, ja, laden, nenne ich es einfach mal. Dauert es ein bisschen. So, Processes Color Film. So, und den Eimer Wasser kriegen wir da auch wieder. So, damit können wir jetzt erstmal weiter nichts machen. Ihr könnt Rechtsklick machen, passiert nicht. Ihr könnt den auch nicht wieder. Es bringt nichts, wenn ihr den wieder in die Kamera tut. Also, ihr habt jetzt einfach so einen Film. Dann braucht ihr hier so einen Teil, heißt Photo Station. Das craftet ihr, indem ihr Cobblestone hier so 6 Stück an, also jeweils 3 an der Seite, Iron Ingot und in der Mitte einen Redstone, dann bekommt ihr das Teil hier und platziert es dann. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus, aber dazu kommen wir gleich, weil erst möchte ich euch, das braucht ihr zum Ausdrucken, das Teil hier, also dieses Photo Station. So, erstmal kommen wir zur Digitalkamera.
Die Digitalkamera, da könnt ihr die farbigen Objektive reintun. Tun wir erstmal ein normales rein. Halt, hier ist, die könnt ihr halt draufklicken, aber dann kommen Bilder. Aber die kann man jetzt nicht sehen, weil keine gemacht wurden. Und dann könnt ihr hier eine Memory Card reintun. Die wird so gecraftet. Ganz viele Iron Ingots braucht man dafür und Redstone. Und dann bekommt ihr halt eine Memory Card für 50 Bilder. Nicht unglaublich viel, aber ist okay. So, und dann braucht ihr hier noch, ja, hier braucht ihr noch eine Batterie, weil es eine Digitalkamera ist. Es gibt Batterien, also die 1 Volt Batterie, die craftet ihr so, halt mit Iron Ingot, Redstone Torch und Redstone Repeater. Eine 3 Volt Batterie halt mit einer 1 Volt Batterie und Redstone daneben. Eine, tut mir leid, mein Skype jetzt, 5 Volt Batterie craftet ihr, indem ihr eine 3 Volt Batterie mit Redstone, 7 mit 5 und Redstone und 9 mit 7 und Redstone. Ja, ist wohl nicht so schwer zu verstehen. Dann nehmen wir uns mal eine 9 Volt Batterie, tun sie hier rein und schon können wir loslegen. Also genau das gleiche Prinzip, Rechtsklick machen und dann ein Foto. Nennen wir es einfach jetzt mal normal. So, jetzt haben wir ein normales Foto. Dann halten wir Shift, machen wir Rechtsklick, dann können wir hier draufklicken. Dann haben wir ein Bild und dann können wir eigentlich hier rumswitchen, aber wir haben nicht genug. Ihr könnt es delayen, also das geht nur bei der SD-Karte natürlich. Und Rename könnt ihr also anders nennen. Options, das ist jetzt von Not Enough Items, das hat jetzt nichts damit zu tun. Ja, jetzt tun wir mal einen anderen Filter rein. Jetzt nehmen wir den, ja, nehmen wir jetzt einfach den gelben hier. Wo ist denn jetzt die verdammte Batterie? Ah, was ist das denn? Warum ist die Batterie denn weg? So, machen wir jetzt nochmal hier vor und das nennen wir jetzt einfach gelb. So, dann das nächste ist rot. So, rot machen wir so. Nennen es rot. Dann machen wir weiter mit dem grün hier. Nennen es natürlich grün. Ja, und als letztes dann noch dieses schicke Blau hier. Und nennen es natürlich blau. So, dann haben wir die jetzt. Machen wir nochmal Shift, Rechtsklick. Und dann können wir draufklicken. Und dann sieht man, jetzt können wir switchen. Das ist das Gelb. Hier kann man Yellow, also Gelb. Was ist das? Yellow. Bei Broiki 11, also der, mein Name. Und dann, ja, das weiß ich jetzt nicht genau, was das hier sein soll. Aber, ja, ist nicht so schlimm. Und warum diese Enderperle hier ist, weiß ich nicht. Die hat anscheinend keinen Nutzen. Rot, Grün, Blau. So, jetzt könnt ihr zurückgehen. Machen wir einmal Escape. So, diese Bilder haben wir jetzt auf dieser SD-Karte hier. Diese SD-Karte, die können wir jetzt auch nutzen. Also, dafür brauchen wir diesen Prozessor, brauchen wir dafür nicht. Den brauchen wir nur für die normalen Filme. Jetzt geht's an die Fotostation. Die Fotostation, dafür braucht ihr Papier und reichlich Papier. Also wirklich viel. Und dann braucht ihr noch Cyan, diesen Farbstoff Cyan. Dann braucht ihr Magenta. Und ihr braucht dieses Gelb hier, dann Delion, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ja, und dann steckt ihr hier euren Film, sag ich mal, rein und könnt dann hier draufklicken. Und dann, ja, also es geht nur mit den normalen Filmen, wenn es Prozess des Films sind oder, ja, wenn die schon so ein bisschen ausgewertet sind. Und dann drückt man hier drauf, wenn man es haben möchte, zum Beispiel, das möchte ich ausgedruckt haben. Oder auch nicht. Wir können aber auch das hier ausdrucken, das ist besser. So, dann klicken wir hier drauf und dann steht da jetzt, wie viel Papier wir brauchen. Das hier ist die Größe. Ein hoch und ein breit. Aber wir können es jetzt mal auf 3 hoch und 3 hoch und 3 breit machen. Aber dafür brauchen wir 9 mal Papier. Und drücken auf Drucken und dann druckt es. Das dauert jetzt ein bisschen. Ja, in... Man hört da so einen komischen Ton. In der Zeit können wir eben ein Crafting Table rausholen. Eben schauen, wo der ist. So, und dann brauchen wir auch noch Sticks. So, den tun wir wieder weg. Schauen wir mal. Und wenn das dann fertig ist, erscheint es hier. Dann habt ihr das Foto, wie es heißt. Das ist Foto 2, habe ich auch gemacht. Bei Broiki 11, 3x3. Machen wir Rechtsklick, können wir es sehen. So, wir können auch Rename machen, aber das machen wir jetzt nicht. Und ihr könnt damit jetzt nichts machen, außer immer nur anschauen. Wenn ihr es dann jetzt einfach in den Crafting Table tut und darum einfach Sticks. So, dann bekommt ihr... bekommt ihr hier das Foto ausgewertet sozusagen, also als Bilder, als Bild schon. Das können wir dann hier hinstellen. Na okay, hinstellen nicht direkt. Wartet, ich mache mir kurz eine Wand. Ist ja jetzt scheißegal, wie dies aussieht. So. Und klatschen. Oh, klatschen ist daran. Ja, im Survival ist es natürlich nur einmal. Sagen wir mal, wir sind im... Warte, machen wir es einmal weg.
gehen einmal in den, ja, in den Survival Mode und klatschen das dran, haben wir es nicht mehr, und wenn wir es dann abbauen wollen, kriegen wir es wieder, und das ist immer noch so. Also es ist wirklich sehr cool, man kann eigene Bilder machen, man kann entscheiden, wie groß sie sind, das ist einfach klasse, finde ich. Ja, dann geht's weiter jetzt, ihr braucht diese Farbstoffe und das Papier immer, egal für was ihr das macht. Dann gehen wir mal in, wo ist denn mein anderer Film? Ach, da. So, das war jetzt der Colored-Film. Und das ist der normale Film, klicken wir hier drauf. Dann sieht man, schwarz-weiß, weil es ja auch ein normaler Film also ist, und das ist jetzt nichts Besonderes. Ja. Das war jetzt nichts. Gehen wir hier drauf und drucken das mal zwei, nee, einmal eins aus. So. Ein Papier braucht nur, geht auch dementsprechend schneller. Gehen hier hin, gehen dann wieder zum Crafting Table, tun es da rein, tun da wieder Sticks drum. Oh. So. Ja, und können es da wieder ranklatschen gehen. Oh, jetzt habe ich das Falsche genommen. Tut mir leid. So, ist halt kleiner und auch halt schwarz-weiß. Halt, das Bessere ist halt dann die Digitalkamera, die braucht halt Batterien, aber ist ja auch nicht so schlimm. So, tun wir den weg. Und dann gehen wir wieder hier drauf, können welche aussuchen, welches nehmen wir. Aber wir können alle einmal drucken. Ja, okay, das brauchen wir jetzt nicht, das ist normal. Dann drucken wir das einmal, drucken das 2x2. Drucken. Jetzt tun wir erstmal ein paar Sachen weg. Okay, dann haben wir das schon mal. Dann gehen wir nochmal hier drauf. Drucken das nächste. Das drucken wir einmal eins einfach. Ich mache jetzt einfach alle einmal eins, weil es sonst zu lange dauert. So, dann wieder drauf gehen. Nehmen wir. Haben wir das rote jetzt schon? Rot haben wir. Oh, rot haben wir, gut. Rot, rot, rot hatten wir. Dann geht's weiter mit grün. Grün drucken wir einmal. Zack. Dann geht's nochmal weiter mit, ja, blau war das letzte. Drucken wir jetzt. Und dann sind wir fertig hiermit. Und machen jetzt einmal Sticks drum. Wir freuen euch vier. Ja, jetzt ist es ein bisschen mühsam, Sticks hier hin zu tun. Ja, so. Gut, dann, tun wir jetzt einfach alle rein. Und gehen diese schönen Bilder jetzt einmal aufhängen. So, fangen wir an mit blau. Dann ist hier grün. Und das, naja, das war größer, so. Ja, sieht eigentlich alles ganz nice aus. Warum habe ich denn zweimal grün ausgedruckt? Oder, nee, das eine ist grün und das eine ist gelb. Aber das kann man nicht so gut unterscheiden. Ja, ich finde diesen Mod einfach richtig geil. Ihr könnt dann halt Porträts ausdrucken, an die Wand hängen, statt die scheiß Bilder, die man da immer hat. Also es ist wirklich lustig und man kann halt einfach auch besser als Screenshots, finde ich einfach geiler. Und die Bilder speichern sich auch in eurem Minecraft-Ordner ab, das zeige ich aber auch gleich. Kommen wir jetzt noch zu einer Sache des Mods, und zwar, ich weiß nicht, was das ist. Teleportation-Batterie weiß ich auch nicht, damit habe ich mich jetzt auch nicht befasst. Gehen wir zum Stativ, also zum Treeporting, das craftet ihr so. Nehmen wir uns das einmal, ihr könnt es hier hinstellen. Und dann könnt ihr da die Kamera drauf tun. Oder auch, ja, wenn ihr die abbaut, kriegt ihr die wieder. Oder auch die andere. Das ist vollkommen egal. Müssen wir jetzt einmal einen Film reintun. So. Und in die andere einmal eine SD-Karte, damit das auch funktioniert. Warum funktioniert es nicht so? Funktioniert es. So, und dann könnt ihr jetzt einfach so und dann Rechtsklick machen. Dann macht der, glaube ich, gar keine Bilder. Ich schau mal. Habe ich hier. Ach, scheiße, komm. Mann, jetzt geh weg. So, kann man jetzt nicht sehen, aber ihr könnt das mit, was wirklich sehr, sehr, sehr geil ist, ihr könnt das mit Redstone machen. Machen wir einmal einen Schalter, aber jetzt nicht sehr weit, weil das Kameraobjektiv ist jetzt nicht so weitwinklig, sag ich mal. Jetzt rede ich schon in Fachsprache hier. Ja, machen wir mal so und machen ein Foto von uns. So, bauen wir es einmal ab. Und dann so und können uns das Bild anschauen. Ja, es ist jetzt noch ein blauer Filter drin, aber da können wir uns sehen. Ja, ist wirklich sehr, sehr cool. Das könnt ihr auch natürlich mit anderen Kamera machen, wenn ihr irgendwie Selbstporträts haben wollt. Aber man muss sich halt sehr beeilen. Man kann ja ein bisschen rumexperimentieren.
Ja, das war's dann jetzt mit der Mod-Vorstellung in-game, im In-Game-Part. Wenn ihr den Mod auch hammergeil findet, so wie ich bin voll fasziniert vom Mod, dann bleibt jetzt dran, denn ich zeige euch dann jetzt auf dem Desktop die Installation. Bis gleich. So, jetzt sind wir wieder auf dem Desktop zur Installation des Camera Craft Mod. Ihr braucht diese beiden Dateien, den Mod selbst und die Minecraft Forge. Dafür geht ihr einfach auf den Link, den ich wie immer in die Beschreibung setzen werde. Scrollt einfach runter und klickt bei beiden hier auf Download. Wenn ihr das hier kopiert und in eurem Internetbrowser eingibt, dann kommt ihr auf den originalen Tweet und bekommt ihr auch da die Crafting-Rezepte. Jetzt werde ich bei Skype angeschrieben, aber ist egal. Dann öffnet ihr einfach mit Start und er das Fenster Ausführungen, gebt dort %AppData% ein, drückt auf OK, geht in den Punkt Minecraft-Ordner, dann in euren Bin-Ordner und macht einen Rechtsklick auf eure Minecraft-Jar, öffne mit WinRAR-Archiver. Das minimieren wir, das brauchen wir nämlich gleich. Als erstes natürlich wie immer den Meta-Info-Ordner suchen und diesen löschen, dann gehen wir in die Minecraft-Forge. Hier ist ein weiterer Meta-Info-Ordner drin, diesen nicht löschen, einfach alle Dateien nehmen und in eure Minecraft-Jar ziehen, drücken wir auf OK, dann schließen wir das beides wieder, gehen, hier wieder in den Minecraft-Ordner, dann gehen wir im Bin-Ordner zurück und gehen in den Mods-Ordner. So, bei euch ist da vielleicht nichts drin oder vielleicht doch. Und dann nehmt ihr einfach diese ganze ZIP-Datei von dem Mod selbst, das ihr runterladet, einfach in den Punkt Minecraft-Ordner und startet Minecraft, in den Mods-Ordner. Also startet Minecraft einfach und wenn ihr Bilder gemacht habt, dann seht ihr hier Camera, Craft Temp, Screenshots. Und halt, weil ich jetzt alle Filme gelöscht habe, sind die hier nicht mehr. Aber normalerweise sind die dann hier halt hier drin. Das ist wirklich ein sehr, sehr cooler Mod. Ihr könnt auch noch irgendwas in der Config da einstellen. Da könnt ihr halt mit diesen Teleport oder so True oder False einstellen. Ich weiß, ich habe mich damit jetzt wirklich nicht befasst, aber naja. Gut, das war's dann jetzt von der Mod-Vorstellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt doch einfach einen Daumen hoch, kommentiert das Video, einfach sagen, wie ihr es fandet und abonniert uns, wenn ihr das noch nicht getan habt und ciao.